Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier bei den Römern weiter in Europa vorangeschritten und wir sollen jetzt mal hierhin marschieren. Da würde ich mal sagen, jo, machen wir das mal. Wir haben hier unseren Cäsar dabei und genau, hier oben waren wir dabei, noch einen Tempel aufzubauen, genau. Tempel und, was ist das? Krankenhaus, genau, Krankenhaus. Und, ja, im Prinzip, ach, schaut mal hier. Schaut mal hier, ah. Was? So, ach, die Belgier! Stimmt, wir waren beim letzten Mal noch dabei, hier gegen die Belgier Krieg zu führen. Ja, dann machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Schaut mal, die soeben, die scouten jetzt die Karte für uns. Das ist natürlich mal mega genial. Und jetzt kommen sie hier unten wieder. Da habt ihr mir auch einen Tipp gegeben hier unten. Und zwar hätte ich einfach... ja, eine Mauer bauen sollen. Dann wären die Gegner schon gestorben. Das ist natürlich... naja, also... die werden nicht direkt gestorben. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn man eine Mauer hier hat, dann kommen die nicht mehr so einfach rein. Und was ist das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? Was? 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 Jetzt überfallen die uns hier. Bürger, wehrt euch mal. Wehrt euch mal hier. Ich hab euch verbessert. So. Kommt, wehrt euch mal. Die tapferen Bürger hier. So, wunderbar. Was wollt ihr denn jetzt hier? Verdammt nochmal. So, mach die platt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Das gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Die Ambronen haben eine Offensive gegen die Belgier gestartet. Das geht ja schon direkt hier actiongeladen los. Wo sind denn die Ambronen? Ah, da kommen die Ambronen. Alles klar, dann würde ich sagen, ziehen wir mit denen gemeinsam in die Schlacht, würde ich sagen. Ne? Dann würde ich sagen, jo, geht ihr mal bitte hier vorne hin. Und was ist das jetzt hier schon wieder? Was willst du, Wikinger? Ein Belgier. So, der Turm, der schießt auch irgendwie gar nicht, ne? So, egal. Ach, verdammt nochmal, Freunde. Belgier, ihr nervt. Auf das Pferd. Auf diesen Bogenschützen. Oh Mann. Freunde. Macht mir hier doch nicht alles platt. So. Der Rambock. Der Rambock, der sieht auch irgendwie witzig aus, Freunde. Ich weiß auch nicht warum, aber... hallo, warum lebt denn das Pferd noch? So, jetzt... das der Rambock, der sieht irgendwie... Ich sag jetzt mal nicht, wie der aussieht. Er sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Okay, so. Ja, Ambronen. Ach da, okay, ja dann machen wir das mal zusammen. Hallo Ambronen. Dann rennen wir die mal schön ein, ja? Dann machen wir das doch jetzt mal gemeinsam hier. So, Ambronen. Ah, scheiße. Der Angriff ist leider verpufft schon von denen. Aber nicht schlimm. Die haben die Gegner schon ordentlich geschwächt, würde ich mal sagen. Wo denn? Ach Gott, ein Bogenschütze. Ja. Dann? Den kriegt ihr kaputt, ne? Unsere Tempel und Universitäten haben einen... okay. Einen Arbeiter. So, ja. Dann einfach mal da reinschießen. Die Bogenschützen platt machen, genau. Und hier diesen Typi da kaputt machen. So, Freunde. Aufmachen, los. Genau. Aufmachen. Aufmachen, das Ding. Können wir so rein? Nee, können wir nicht. Das war nur Glück, dass der Cäsar jetzt hier als erstes drin ist. Das Volk hat gesprochen. Genau, Cäsar. Für die Glorie von Rom. So. Für die Glorie von Rom, mach jetzt diese Tür auf.
Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Und, ah, hier sind auch die soeben schon. Okay. Ja, dann. Ach du Heilige, das sind alles Einheiten. Streitkoldenträger? Ach, wie süß. Ah, ne, die halten sich aber scheinbar fein raus hier. So, ja, die Artillerie kann bitte mal nach da oben schießen. Hier drauf. So, alle auf das Kapitol hier. Die gegen die Belgier, verdammt nochmal. Na komm. Na komm schon. Bürger, ja, pff, Bürger. Da kommen wieder die soeben, aber die machen ja gar nichts. Okay, wir haben das Kapitol zwar platt gemacht, aber irgendwie ist die Mission noch nicht fertig. Das ist höchst interessant, Freunde. Die Barbaren. Schaut euch das an, diese Barbaren. Oh Mann. Ah, hier ist noch eine Siedlung. So, mach mal diese Bogenschützen da kaputt, bitte. Oh Gott, vor allem der Cäsar hier, der muss mal ein bisschen aufpassen, finde ich. Also, nicht immer an der Front sein, Julius. Nicht immer an der Front sein. So, unsere Tempel, ja, okay. Was müssen wir denn jetzt genau machen? Zerstören Sie die belgischen Militärgebäude, das Kapitol und den Tempel. Was heißt noch diese... Ach du Heilige. Mach die Pferde kaputt. So. Das Pferd muss noch weg. Hier, das, die Militärgebäude quasi nur. Ich würde sagen, dann haben wir das hier schon, wa? Bam. Fertig ist das, Freunde. Fertig die Mission. Jawohl. Das ging ja doch relativ zügig, muss ich sagen. Das war's. Es wurden Beweise entdeckt, die darauf hindeuten, dass die Belgier von den Kelten unterstützt und versorgt werden. Roms Macht über Gallien wird das dann vollständig sein, wenn die Kelten auf ihrer eigenen Insel besiegt wurden. Caesars Truppen müssen sich jetzt bemühen, eine Transportflotte zu bauen, um über das tückische britannische Meer zu segeln. Na super. Noch mehr Schlacht. Ich dachte, das wär's schon. Aber nein. Das war es natürlich noch nicht, ne? War ja klar. War ja klar. Okay, das heißt, ich muss aber hier unten auch dann mal eine Ver... Meine ganzen Einheiten sind hier weg. Nein, meine ganzen Einheiten sind weg. Spanische Plünderer, verdammt. Kann ich denn hier... Ich kann hier Einheiten bauen. Ja, dann... Ah, da sind noch welche. Aha, da sind zum Glück noch welche. Okay, alles klar. Oh Gott. Oh Gott, dann lauft mal bitte weg. Ahahaha, ihr zieht ganz schön viel ab, Kollegen. So. Ja, kabam, okay. Die helfen uns hier, das finde ich gut. Hahaha, ich baue hier ja gleich echt eine Mauer hin. Das ist mir, das wird mir langsam zu viel hier. So. Dann mache ich einen Pilum-Angriff. So. Das wird mir hier echt langsam ein bisschen zu viel mit den spanischen Plünderern. Das heißt... Ich baue eine Palisadenmauer. Ich habe ja nicht gewusst, dass die Mission hier noch so lange dauert. Baue eine Palisadenmauer. Einfach draufzimmern hier. So, okay, Freunde. Das heißt, wir müssen uns hier nochmal... Ja, wir kriegen hier en masse Bürger. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Belgier, das sind noch die Belgier. Aber unsere ganze Armee ist noch vollständig, also im Prinzip, ne? Ja, komm, dann... Und ihr, genau, ihr könnt jetzt mal bitte hier quer durch Europa laufen und hier mal einen Hafen hinbauen. Weil die Schiffe da unten, die kriege ich nicht hier hoch. Das ist blöd, Freunde. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Wie wir jetzt hier weiter mit den Römern durch Europa marschieren. Das ist ja wirklich krass, ne? Und, ja, wisst ihr was? Ihr könnt auch mal helfen. Dann helft ihr auch mal hier oben.
So, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt einen Krieg nochmal gegen die Kelten führen. Okay. So, der zimmert hier schön die Mauer hoch. Vielen Dank an den Hiski in dem Fall. Und an den Elitbar für eure Tipps. Ja, wie gesagt, das mit der Mauer habe ich halt deshalb nicht gemacht, weil ich halt dachte, dass die Mission bald vorbei wäre, ne? Ja, so kann man auch nach Ausreden suchen. Natürlich nicht, ich hab's verkackt. Verdammt. Aber ja, gut, ich meine, ist nicht schlimm. Also, wir leben doch hier unten und das ist ja die Hauptsache, ne? So, weißt du was, du kannst mal helfen. Wir haben genug Eisen hier. Helf mal, los. Schön die Mauer aufzimmern hier. So, die ersten Bürger sind da, das ist top. Sehr gut. Zigeno, Zigarillo. Genau. Du willst ein Zigarillo? Dann kriegst du gleich ein Zigarillo. So, das heißt, wir können dann hier Schiffe bauen. Genau, Transporter. Unsere Tempel, okay, ja. Brauchen wir Schiffe? Ich weiß es nicht. Ich baue mal welche, einfach so. So. Einfach mal ein paar Schiffchen hier bauen. So, und ihr könnt dann bitte... Was denn? Wo denn? Wo denn? Na gut. Ach, geht mir doch nicht auf den Keks. Echt. So, dann baut mal bitte hier zu. So. Was zur... Ah, ein Kriegsschiff. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass wir Schiffe brauchen hier. Irgendwie wusste ich das. Okay, dann können wir hier eine neue Siedlung bauen. Genau, Titus Labienus. So, ein Schiff. Versenkt die Landratte. Direkt die richtige Kontereinheit gefunden hier. Nice, Freunde. Richtig nice. Jawohl, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Holz in Einkommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Alle Mann an Deck. Genau. Und ja, die Mauer hier unten, die müsste jetzt fertig sein, ne? Mauert euch aber nicht ein, ja? Geht mal raus. Nicht einmauern, Kollegen. Nicht einmauern. Nicht einmauern. Das wäre ein ziemlich dummer Zug von euch. So, alles klar. Können wir hier die Türme eigentlich abreißen, ne? Aber da kriegen wir nichts mehr für, das ist leider das Problem. So, jetzt haben wir hier eine Mauer. Palisadentürme. Ja, kommt. Doch mal drei Stück am besten. So. Und ja, da haben wir schon kein Holz mehr, aber, Freunde... Unsere Tempel und ja, okay, das finde ich gut, dass wir hier immer Bürger nachkriegen. Das heißt, wir können hier die auch mal nach oben ziehen fürs Holz. Im Prinzip. So, dann haben wir jetzt hier. Das ist ein Palisadenturm, ne? Ist das ein Turm oder ist das nur eine Mauer? Das ist ein Turm! Okay. Raus da. Ja, lass den ruhig auf den schießen, der heilt sich immer schön mit hoch wieder. Oh, 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 der Turm zieht aber ganz schön viel ab. Okay, das heißt Kriegsschiff muss arbeiten. Genau, das Kriegsschiff, Freunde. Puh, das war ganz schön knapp. Kommt. Feuer hilft doch auch immer gut gegen Holz. Oh, dann wird man die Brandbomben da rein. Genau, so, da zusammen kriegen wir den Turm platt hier. Reichen hier drei Schiffe? Ich baue mal... Ja, kommt. Wir sind nicht weit weg. Also von daher... Kriegen wir schon hin, Freunde, kriegen wir schon hin. Alles klar, wir müssen also dann nach Kelten. Nach England ist das in dem Fall, ne? Die Kelten, ja. Ach, verdammt. Boah, das reicht aber überhaupt nicht mit den drei Schiffen, ne? Gut, okay. Aber die können ja dann schon mal sich abladen.
Ladet euch ab. Entladet euch. Du auch. So. Ah, da kriegen wir doch direkt aufs Maul hier. Verdammt. Da kriegen wir direkt aufs Maul hier nach unserer Landung. Tempel und Universitäten wieder. Vielen Dank. Ach du Heilige. Was haben die denn? Die haben nur Reiter. Ach, wie süß. Wir haben ja denn unseren Heiler dabei, deshalb. Also das passt ja dann. Die haben nur Reiter, wie süß. Aber einer ist kaputt gegangen. So, Freunde. Ja. Wo ist meine Angriffsarmee? Ach du, was machen die denn jetzt? Ihr seid ja lustig. Carlos hier. So, ja. Dann können wir uns eigentlich schon hier durchfressen. Aber ich würde gerne noch auf meine ganze Armee erwarten. Von daher, ja, würde ich sagen, laden wir die nochmal ein. So, setzt die Segel. Der kann auch nicht warten, ne? Der kann es nicht abwarten, bis er mich hier nerven will. Oh. Alter Schwede. Das reicht ja mal gar nicht mit drei Schiffen, aber gut. Wir haben es aber fast. So, dann landet. Landen. D-Day. Normandie und so. Ah, falsche Seite. Ist es in der Nähe, aber falsche Seite. So, dann den Rest noch hier mitnehmen. Vor allem das Katapult. Sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Dann haben wir... Haben wir alles? Passt alles rein? Da passt perfekt alles rein hier. So, wunderbar. Dann lade die noch ab und dann marschieren wir mal nach England. Ich meine, wir haben ja genug. Und wir haben eben schon einige Reiter platt gemacht. Veni, vidi, vici. Genau, so. Ach, der Adler. Richtig cool. So, Centurio. Das ist okay. Wir kriegen mehr Bürger. Uiuiui, hier warten aber welche auf uns. Keltische Krieger. Ach du Heiße. So, hier unten. Hier unten auf, auf diesem Turm. Auf diesem Turm. Auf den Turm. Okay, bam. Okay, hier. Hier, Kriegsschiff. Weg damit. Oh, shit. Sorry. So. Verdammt. Da habe ich jetzt gerade aus Versehen mal eine Windows-Taste gedrückt hier. Alles klar, nicht schlimm. Passt schon. Und ja, Freunde. Dann, ja, machen wir alles hier platt. Was müssen wir denn hier kaputt machen eigentlich? Die Loyalität ist eine. Nee, brauche ich ja nicht. Bauen Sie Transportschiffe und das Kapitol und das Schatzzentrum. Ja, dann machen wir das mal. Macht das kaputt hier! Kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. So, Bams. Wir haben Katapulte hier und Belagerungswaffen. Gar nicht mal so verkehrt. Ja, kotzt alle den Boden voll. Ich meine. Ja, warum auch nicht? So, die Kelten, Freunde, die Kelten. Ach so, aber wie süß. Wie kriegslos. Beziehungsweise ein Transporter Kupferzeit. So, ja, dann. Bam. Ach, die machen schön viel Schaden, die Belagerungswaffen. So, mach diesen Turm kaputt. Und dann machen wir hier alles den Erdboden gleich hier. Schöne actiongeladene Folge. Und ja, bin ich mal gespannt. Wie süß. Kupferzeittürme, die schmeißen mit Steinen rum. Richtige Steinzeittechnologie hier, aber gut. Aber das ist ganz schön viel gerade. Oh Gott, wartet mal, ich hätte vielleicht speichern sollen. Wartet mal, Rückzug. 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 Ich sollte vielleicht mal speichern, weil nicht, dass die Könige wieder hier ihr Ding machen. Speichern. Verdammt nochmal. Nicht, dass ich da wieder alles von vorne machen muss. So. Hätte ich ja vorher dran denken können, ne? So, dann machen wir hier die ganzen Streitwagen platt.
So, und alle weg hier, so. Ach, was ist das denn? Ein Speerträger? Oh mein Gott. Ach, Steinzeitwaffen, ja. Das sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Steinzeitwaffen. Kommt mal zurück. Heilt euch mal auf. Das ist mir gerade ein bisschen viel hier. So, Titus Libinus, oder wie der heißt. Heil mal alle. Heil mal alle. Hier. Titus Labinus, genau. Heil mal alle. Heil mal alle hoch hier, los. Jetzt bleibt doch mal hier. Lasst ihn euch hochheilen. Verdammt. Hallo? Wie viel Armeen habt ihr? Komm, Julius, du bist ganz mutig, aber bitte nicht so weit vorn, nach vorne gehen. Ach, dann macht jetzt Stellung halten. So. Wo werden wir denn da angegriffen? Lustig. Seeschlacht. Okay. Fregatte Kupferzeit. Come on. So, dann. Haben wir jetzt bald mal Zeit, um uns hochzuheilen? Ja, haben wir. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf geht's mit Gebrüll hier. Mach mal einen Schlachtruf. So. Und dann auf die Türme hier, los. Weil die sind ja viel stärker als die Palisadentürme, ne? Oh! Shit! Die haben hier unten ein Loch reingemacht. Oh, fuck. Okay, egal. Okay, das macht nichts, weil wir haben die Mission eh gleich geschafft, finde ich. Also. Ja, die Türme ziehen nämlich mehr ab, diese Steintürme. Das ist es halt, ne? So, dann überrennt mal alles hier. So. Meine Güte, ihr Kelten. Also. Genau, ihr metzelt die Bürger weg. Finde ich gut, Freunde, finde ich gut. Titus Labinus, komm mal zurück, wir brauchen dich als Heiler. So. So, das Kapitol ist dann erledigt. Was müssen wir noch kaputt machen? Ich hab's wieder vergessen. Kapitol und das Stadtzentrum. Haben die noch ein Stadtzentrum hier irgendwo? Keine Ahnung. Ich schreiß einfach alles nieder hier. Was soll denn das? Was soll denn der Geiz hier? So. Wenn wir schon so eine Angriffsarmee haben, dann müssen wir die auch nutzen. Finde ich. Gut, dann hier noch diese Siedlung hier kaputt machen. So, KBM. Ach du Heilige, was ist das denn hier unten? Da sind noch keltische Krieger. Hat der echt gekotzt? Die kotzen, wenn die kaputt gehen. Okay. So, mach die im Arsch hier. So. Weiter geht's, Freunde. Der versucht hier das zu reparieren, aber nichts da. Das geht kaputt. Aller Ruhm ist flüchtig. Ja, das stimmt. Man muss echt aufpassen. Mit dem, wenn man Ruhm hat. Bams. So. Alles niederreißen hier. So. Alles niederreißen. Die Hütte lasse ich mal da stehen. Ich meine, passt schon so. Boah, die viele Militärgebäude. Ja, jetzt sind die weiter hier. Ja. Was zu was machen? Ihr macht aber auch gar nichts, wa? Die Gelben, die Elvetier, die machen aber auch gar nichts. Ja, gut, okay. Wo ist denn jetzt dieses Stadtzentrum? Verdammt. Wo ist das Stadtzentrum? Ist das hier unten schon? Ah, hier unten ist auch noch was. Macht lieber das Militärgebäude kaputt. Genau. Ah, hier unten ist das Stadtzentrum. Ach. Da hätten wir auch mit unseren Schiffen helfen können. Ja, egal. Das Stadtzentrum fällt, bevor Mainz fällt. Das ist richtig so, Freunde. Ja, das ist blöd gelaufen hier unten. Aber wir haben's. Caesars Eroberung Galliens ist abgeschlossen. Rom kontrolliert jetzt fast ganz Westeuropa. Und das Volk von Rom feiert Julius Caesar als den Eroberer Europas. Jawohl, Freunde. Haben wir es geschafft. Endlich. Pünktlich zum Folgenende.
Cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier unten war diese blöde Kaserne drin. Ja, aber ja gut, hätte ich mit Katapulten abschießen können, ne? Aber... okay. Gut. Aber dann haben wir die Mission geschafft, Freunde. Ihr seht's, ne? Europa ist komplett römisch. Die haben ja nicht sonderlich geholfen, aber naja, gut. Ist okay. Gut, alles klar, dann würde ich sagen. Ja, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Beziehungsweise wie es hier weitergeht. Und ja, der Rubikon ist die nächste Mission. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.